Wir haben ein kleines Affenbaby. Am 28. Mai haben Gabi und Karl, unser unzertrennliches Weißkopfsaki-Pärchen, ihren ersten Nachwuchs bekommen. Am Anfang war die Sorge groß, ob Gabi alles gut meistern wird, denn es ist ihr erstes Jungtier, was sie bekommen hat. Übrigens ist es ein kleines Männchen, aber das Geschlecht ist eigentlich egal. Hauptsache, das Jungtier ist gesund und wohlauf.